Die Floride sollte einmal den amerikanischen Markt erobern. Als sie 1958 von Renault auf dem Genfer Automobilsalon vorgestellt wurde, hatte der kleine sportliche Wagen in Automobildesignerkreisen bereits für Verwicklungen und Verstimmungen gesorgt. Mit dem Design der Floride sollte anfangs das Unternehmen Ghia beauftragt werden. Da Ghia allerdings mit Volkswagen Verträge hatte, verpflichtete Ghia die italienische Designerschmiede Pietro Frua als Subunternehmer für die Gestaltung. Schlussendlich wanderte das Projekt nach Frankreich. 4 Jahre lang war die Floride produziert. Dann kamen die 4 Jahre der Caravelle, die 1962 vorgestellt wurde. Erkennbar ist die Caravelle an den Lufteinlasssicken vor dem hinteren Kotflügel, die nur noch angedeutet sind. Der Grund ist der von Godini optimierte Heckmotor des Renault 8, der nun statt des Dauphine-Motors verbaut wurde. So wanderte der Kühler bei der Caravelle von der Stirnwand an das Heck. Die seitlichen Lufteinlässe wurden nicht mehr gebraucht. Die ersten Caravelle-Fahrzeuge hatten noch einen 956 Kubikmotor. Das hier gezeigte spätere Modell besitzt bereits einen 52 PS starken 1108 Kubikmotor, mit dem die Caravelle eine passable Höchstgeschwindigkeit von ca. 145 km pro Stunde schafft. Die äußerliche Form der Caravelle war ein zaghafter Versuch, sich im Design der amerikanischen Muscle Cars anzupassen. Auch die 52 PS der Caravelle reicht nicht zum echten Vergleich mit den amerikanischen 300 bis 500 PS Boliden. Die Front wirkt ungewohnt nüchtern, da ein Kühlergrill fehlt und nur der Caravelle-Schriftzug die Frontmaske ziert. Ganz im Stil der 50er und 60er Jahre endet die klare Seitenlinie in den angedeuteten Heckflossen. Auch die Chromelemente sind sparsam eingesetzt. Die vordere geschwungene Stoßstange ist ein sehr markantes Designelement aus dem Hause Frua. Es gab die Caravelle als Coupés und Cabriolets. Die 2+2 Modelle sollten 4 Personen Platz bieten. Im Cabriolet mussten die hinteren Passagiere mit dem umklappbaren Notsitz Vorlieb nehmen. Ansonsten wirkt im Innenraum der sportlich-italienische Flair der 50er Jahre. Reduzierte Armaturen und gemütliche Ledersitze. Erst bei den letzten Modellen kam der Drehzahlmesser in den Armaturen dazu. Durch die Länge des Fahrzeugs, der unausgewogenen Gleichgewichtsverteilung und der doppelten hinteren Pendelachse ist die Caravelle nicht sehr kurvenbeständig und daher nicht so sportlich, wie Renault es versprach. Vorne wirken unabhängig aufgehängte Räder an Querlenkern mit Schraubenfedern. Da die Floride und die Caravelle-Modelle vor allem in den USA exportiert wurden, sind in Europa nicht mehr sehr viele Exemplare erhalten und zählen daher zu den raren Oldtimern mit einem hohen Liebhaberwert.